Was hey, guck mal, J1, Every Hero Needs a Doctor, eine Jugenduntersuchung für uns 12- bis 14-Jährigen. Was meinst du? Sollen wir da mal hin? Ach nee, ich bin noch gesund. Komm, stell dich nicht so an. Mach es mir zuliebe. Na gut, wenn du meinst. Ich rufe dann an und mach mal Internet. Die zwei Jugendlichen und die Mutter sitzen im Wartezimmer der Arztpraxis und warten darauf, dass sie aufgerufen werden. So, der Tom bitte. Sag, Frau Lucke, ich bin wegen der J1-Untersuchung hier. Ich erzähl dir heute, um was es geht. Also die J1-Untersuchung dient zur Vorbeugung von Krankheiten, die frühzeitig erkannt werden. Und heute mache ich auch ein paar Untersuchungen bei dir. Die Ärztin bestimmt Toms Gewicht und Größe. Tom muss einen Seh- und Hörtest machen. Danach werden weitere Organe untersucht. Die Ärztin tastet die Schilddrüse ab und untersucht anschließend Toms Rücken. Schluck mal kurz. Sieht gut aus, damit ich dich noch bitten, ein T-Shirt auszuziehen. Beug dich mal nach vorne. Okay, jetzt kannst du dich wieder anziehen. So, Tom, ich habe gerade festgestellt, dass deine Wirbelsäule eine leichte seitliche Krümmung hat und ich würde dir Krankengymnastik empfehlen, um deine Haltung zu verbessern und um deine Muskeln aufzubauen. Okay, dann zeig mir nochmal deinen Impfpass. Mal sehen, ob noch eine Impfung fällig ist. Mir fällt gerade auf, dass wir noch ein paar Auffrischimpfungen machen müssen, unter anderem noch eine gegen Mundstarkrampf. Und das ist auch alles mit einem Pieks erledigt. Da du ja Torwart bist, machen wir das erst nach deinem Fußballturnier. Okay? Marie, du bist an der Reihe. Marie? Achso, ja. Soll ich mitkommen? Nee, ich lasse dich schon alleine. Hallo. Du bist ja heute auch wegen der J1-Untersuchung hier. Bist du schon darüber informiert oder hast du noch ein paar Fragen dazu? Genau, also ich bin schon informiert über die J1, aber ich habe halt noch Fragen zur Verhütung, da ich jetzt einen Freund habe und für das erste Mal gut vorbereitet sein will. Mhm. Es folgt eine vertrauliche Beratung zu verschiedenen Verhütungsmöglichkeiten. Ja, welche Verhütungsmethoden würden Sie mir empfehlen? Was ist besser? Also da gibt es ja einmal die Pille, die schützt dann vor Schwangerschaft. Und dann gibt es halt noch das Kondom, das schützt dann vor Geschlechtskrankheiten. Und zusätzlich würde ich dir halt noch die Impfung gegen HPV empfehlen. Das schützt dann vor Gebärmutterhalskrebs und gegen Veränderungen im Genitalbereich. Aber dafür brauche ich halt auch noch die Einverständniserklärung deiner Mutter. Ja klar, also das ist ja interessant. Zu meiner Zeit gab es das noch gar nicht. Also wenn es das Krebsrisiko verringert, bin ich natürlich damit einverstanden. Ja. Gut, dass wir heute da waren. Marie wurde gut beraten, ich habe neue Impfungen kennengelernt und Tom darf zur Krankengymnastik gehen. Endlich weiß ich Bescheid. Ich fand's echt gut. J1-Untersuchung, es war voll cool, dass du auch mal hingehst. Ich kann dir mal so einen Flyer zeigen, kannst du es dir angucken. Okay. Dann kannst du ja mal durch, dann kannst du ja behalten. Dankeschön. Okay.